Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, werte Gäste. Die bürokratischen Schwierigkeiten und Abstrusitäten, mit denen Landwirte täglich zu kämpfen haben, sind für Außenstehende kaum noch nachvollziehbar. Vom freien Landmann auf eigener Scholle kann schon lange keine Rede mehr sein. Heute können Sie als Eigentümer oder Pächter die von Ihnen genutzten Flächen nicht nach eigenen Ermessen bestellen und sich den aktuellen betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen anpassen. Nein, Sie müssen sich, wenn Sie sich alle Optionen der Bodennutzung offen halten wollen, einen durch die Brüsseler Bürokratie willkürlich festgelegten Rhythmus und Vorgabenregime unterwerfen. Um Grünland gegebenenfalls je nach betrieblichen Erfordernissen auch als Ackerland nutzen zu können, muss dies vor Ablauf einer 5-Jahres-Frist umgebrochen werden. In der Praxis führt das dazu, dass schon während des Umbruchs die Wiese neu angesät wird. Eine Verschwendung von Kraftstoff, Material und Arbeitszeit. Darüber hinaus gibt es auch betriebliche Gründe für das Umpflügen von Wiesen, insbesondere nämlich der Bekämpfung hartnäckiger Unkräuter. Das Umpflügen lässt sich aber in den allermeisten Fällen durch angepasstes Weidemanagement verhindern. Nicht jedoch der 5-jährige Eurokratie-Rhythmus. Der erinnert schon irgendwie an die 5-Jahr-Pläne vergangener Zeiten. Rein zufällig. Wäre es nicht praktikabler, dem Landwirt die Entscheidung darüber zu überlassen, wie er sein Land bestellt? Von ihm wird auf der einen Seite erwartet, flexibel auf die Markterfordernisse zu reagieren, beispielsweise die Milchproduktion hochzufahren, wenn im Ausland Milchpulver mit Melamin gestreckt wird. Dazu braucht er Weide. Fragt der Verbraucher Biofleisch nach, darf es gerne eine naturbelassene Weide für die Milchkuhhaltung sein. Was aber, wenn Milch, Fleisch weniger nachgefragt werden oder Lieferketten für Eiweißmittel gestört sind? Wo sollen dann die Hülsenfrüchte oder Getreide als Alternative angebaut werden? Oder Gemüse, knackig frisch regional erzeugt, anstatt aus der Ferne importiert? Etwa auf dem Grünstreifen des Stadtrings oder im umgebauten Fabrikgelände? Das sind doch Luftschlösser. Mit der derzeitigen Regelung kann der landwirtschaftliche Betrieb in so einem Fall dicht machen, seine Angestellte der Sozialkasse als Kunden empfehlen und die Wiesen zum Artenschutz durch Freiwillige mit der Sense mähen lassen. Durch die Evaluation, Begleitung solcher Umsturzfolgen finden bestimmte Grüninnen eine üppige staatliche Anstellung. Mindestens eine gesellschaftliche Gruppe hat dann was von solchem Unfug. Abgesehen davon, die Bauern werden mit Sicherheit nicht wild drauf losfliegen, sollte irgendwann mal die Regel gekippt werden. Sie wissen ganz genau, wo die Bodenverhältnisse es überhaupt lohnt erscheinen lassen, auf die Erzeugung von Feldfrüchten umzusteigen. Sie kennen Ihre Ackerzahl, eine Kenngröße, die den Bodenwert, topografische Verhältnisse und das Wetter beinhaltet. Sie wissen, was Treibstoff kostet, bald deutlich mehr, dank der schlechtesten Bundesregierung, die wir je hatten. Aber nun zur Motivation für die Einführung des Umbruchverbots Dauergrünland auf EU-Ebene. Da wird der Arten- und Klimaschutz ins Feld geführt. Es ist richtig, die Landwirtschaft wirkt sich auf die Ökosysteme und die Artenbestände aus. Aber das hat es schon immer getan. Und auf diesem Wege hat gerade sie unsere Kulturlandschaft hervorgebracht. Die Landwirtschaft hat aber immer auch schon dafür Sorge getragen, dass dieses Ökosystem geschont wird. Weil nämlich die Landwirte sehr genau wissen, dass seine eigene Existenz von einem intakten Naturgefüge abhängt. Daher steht die Landwirtschaft Maßnahmen des Artenschutzes auch nicht prinzipiell ablehnend gegenüber. Wer dessen ungeachtet ein entsprechendes Feindbild aufzubauen versucht, weiß nicht, wovon er redet. Was aber den sogenannten Klimaschutz angeht, so bleibt die Politik der Klimahysteriker den Beweis schuldig, dass die Maßnahmen, mit denen man die Landwirtschaft mehr und mehr gängelt, irgendwann nennenswerten Effekt auf das Weltklima hätte. Deshalb ist der drangsalierende Umgang der Politik mit unserer Landwirtschaft nicht gerechtfertigt und ungerecht. Zum Schluss, was mir fehlt, ist ganz klar die Anerkennung für die Leistung des Landstandes, die Sicherung unserer Ernährung, die Erhaltung der Kulturlandschaft und der Arbeitseinsatz, der teilweise an Selbstausbeutung grenzt. Verbunden mit unternehmerischer Risikobereitschaft, statt Gängelung und zunehmend politischer Entsinnereichtung. Das haben die Bauern nicht verdient und dagegen müssen wir uns stemmen. Vielen Dank.